Heute ist der 27.06.2016. Hier geht es erneut um China Lisa Lofink, aber nur beiläufig und das Video soll auch nicht lange gehen. Erstmal muss man nochmal betonen, die sieht unfassbar hässlich aus, die Alte. Mit ihrer Stubenfliegenbrille. Mir wäre es lieber, der ihr Gesicht ja komplett verhüllt, weil dann kriegt man ja keinen Brechreiz. Hier war halt dann nur so ein Prozess, der wurde wohl jetzt vertagt wegen Befangenheitsantrag und das zu Recht. Mir geht es nämlich hier speziell um die Richterin. Die steht ja hier nun vor Gericht, weil die wurde mal mutmaßlich vergewaltigt vor ein paar Jahren. Er hat dann da zwei Leute angezeigt. Es gibt ja da auch ein Video zu, das ist auch dem Gericht bekannt. Die Leute wurden aber freigesprochen. Und die wiederum wurde dann angeklagt und hat einen Strafbefehl erhalten wegen Falschaussage und deswegen, dagegen hat die Einspruch eingelegt und steht deswegen vor Gericht, da wird ihr Einspruch verhandelt. Aber die Leute sind definitiv freigesprochen. Ja. Wobei, da gibt es eventuell vielleicht auch mal ein Wiederaufnahmeverfahren, das weiß man nicht, weil das Video dann vielleicht anerkannt worden ist und das weiß man nicht. Gut, jedenfalls muss ich mal kurz gucken. Genau, hier war es so, zu dem Verfahren, jetzt weiter äußere ich mich nicht, ja, ob die halt nur vergewaltigt worden ist oder nicht, das ist mir Latte. Ich meine, natürlich, Vergewaltiger sind das Allerletzte, das ist ganz klar, aber ich meine, natürlich ist es keine Rechtfertigung, wie ja manche sogar sagen, nach dem Motto, die hat sich jahrelang billig gekleidet, das ist ja logisch, das rechtfertigt doch nicht, dass die vergewaltigt wird. Aber die ist halt allgemein extrem billig mit ihren hässlichen Botox-Zeugs, Hyaluron-Lippen und was weiß ich, mit ihren widerlichsten Silikon-Dingern. Also wenn ich da ein Bild angucke von einer meiner Abonnenten, das ist wie Mond und Sonne, ja, wobei Lofink den Mond ist und die Abonnentin die Sonne. Also der optische Unterschied, der ist so extrem krass. Ja. Hier war es so, diese Richterin, die da halt das Verfahren hier leitet gegen die Gina Lisa Lofink, die wollte halt da Videosequenzen zeigen, ja, von diesem Vergewaltigungsvideo. Da soll es ja ein Vergewaltigungsvideo geben, also aufgrund dessen ja auch die Lofink halt die Leute da angezeigt hat. Und da soll die halt mehrmals eindeutig Nein sagen, ja, und man eigentlich eindeutig erkennen, dass die das nicht will, den Sex. Laut den zwei Typen war das einvernehmlich. Und jetzt wollte die Videosequenzen zeigen, und zwar nicht nur den Staatsanwalt, sich selber, dem Anwalt und der Lofink, sondern auch der Öffentlichkeit. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist absolut unüblich und in dem Sinne ja eigentlich auch gar nicht erlaubt. Unter anderem wegen dem Persönlichkeitsinteresse der Lofink. Die wollte wirklich quasi eine Vergewaltigung der Öffentlichkeit zeigen. Das muss man sich mal vorstellen, wie bescheuert diese Richterin ist. Steht ja hier auch mit Namen. Daraufhin der Anwalt hier, einer der Anwälte, der Lofink zu der Richterin gesagt, bei ihnen hakt's wohl, ja, vollkommen zu Recht. Die Richterin hat da bestimmt nichts gemacht. Ja, wenn die Richterin deswegen angezeigt hat, wegen Beleidigung, was ich jetzt nicht weiß, dann würde ich das, da würde ich wirklich bis zum Europäischen Gerichtshof gehen. Und dann sind die halt ein bisschen rausgegangen und dann kamen die wieder und dann haben die Befangenheitsantrag gestellt und darüber wurde jetzt verhandelt in den nächsten Tagen. Also das finde ich völlig zu Recht. Ich meine, was ist das für eine beschissene Richterin? Wie dumm ist denn die? Das ist doch nicht normal. Wie krank ist denn die? Man kann doch keine Vergewaltigung in der Öffentlichkeit vorzeigen. Also vor allem, das ist eine Frau. Ja, ich meine, die muss ja eh neutral sein als Richterin, aber ja, man kann von der Lofink halten, was man will, aber das geht nicht. Absolut krank, echt.